Hallo Leute und herzlich willkommen hier wieder bei LS 2015 zu einer neuen Challenge mit dem Murdoch, der Modlina, Mistkäfer und dem Dominik. Hallo, du hast ein Hallo. Gewicht vergessen. Und Moin. Natürlich mir, genau, Gewicht. Kommen wir gleich dazu. Spaß. Ja, okay, alles gut. Alles gut. Und ich wollte gerade sagen, bleib stehen, weil sonst... Es geht hier weiter mit Frisch im Wald, der Crew. Und in dieser Folge oder in dieser Session geht es darum, wer als erster seinen Hänger voll gehäckselt hat. Genau. Haben alle ein Harvester, ein, wie heißt das da hinten noch schnell mal rechts? Keine Egal, wo Holztransporter, Anhänger und Häcksler. Wo jeder häckselt, ist scheißegal, was er häckselt, ist scheißegal. vielleicht keine lebenden Tiere im Zoo, aber. Oh, ich nehme einfach Mistkäfer. Häckseln, das ist aber schade. Nee, blutig darf nichts drin sein. Oh, schade. Okay. Scheiße, wird das kontrolliert? Häckseln. Wird kontrolliert, ob der Hänger voll ist dann und was. Bei mir kann man ja nichts drin sehen, ob was blutig ist. Extra kein Frontlader, weil sonst kommt jemand auf die Idee und schmeißt Erde oder sowas rein. Oh. Und da, so passt, dann würde ich sagen, auf los geht's los. Ja, wohin denn? Scheiße. Jeder, wo er will. Boah, ist boah. Oh Gott. Ja, ich sag mal nichts dazu. Vielleicht nicht alle nebeneinander gleich stehen, sondern ein bisschen Abstand halten. Es leckt leicht. Also ich habe noch nie gehäckselt, also es ist echt. Ich auch noch nie. Bin gespannt, wie das wirklich funktioniert hier. Aber Miss Kiva, du Sau, verpiss dich! Mit dem Motorsing auch, falls ihr so die Bäume fällen wollt. Dann brauchen wir einen Häcksler noch. Wie lang darf denn eigentlich die Stämme sein bei einem Häcksler? Ist eigentlich egal, oder? Eigentlich schon. Ich habe irgendwie keinen Ingame-Sound, das nervt mich gerade voll. Kann man eigentlich jetzt alle Bäume, die Birken auch, oder? Ja, ist ja, kann man die umschneiden, passt schon. Mal Sound aktivieren für Ingame. Jetzt haben wir Sound. Du kannst Birken, du kannst alles häckseln, wenn du willst. Raus aus meinem Schlepper da, sonst. So was. Ja, mal testen, wie wir hier hinstellen uns. Der Mistkäfer, verpiss dich. Ja, der hat zu weit eingeschlagen. Ich geh ja dort vorne hin. Ich geh oben zum Zirkus. Ich hoffe natürlich nicht da, wo ich bin, ne, du so. Ja, das sieht man ja, wo er ist. Und euch ist schon bekannt, dass ihr mit dem Häckslerkran in den Häcksler rein tun müsst. Ihr könnt also nicht aus dem Häcksler aussteigen. Während ihr Wissen wir. Das heißt, die Bäume am Boden, dann in den Häcksler-Dings rein und von dem Häcksler. Richtig, richtig. Und von dem Häcksler dann. Ist also richtig schwierig und ziemlich. Katastrophal, muss ich auch sagen. Ich bin davon auch nicht gerade begeistert. Das kann ja was werden. Oh, ich brauch mein Haar. Ja, vor allem es ruckelt gerade ein bisschen sehr stark, sag ich mal. Also ich kann mich nicht so wirklich beklagen, muss ich sagen. Ich nehme dauerhaft 60 FPS auf. Ich hab natürlich nur 10. Rechner und Dings. Ab und zu mal, aber das wird sich, glaube ich, gleich bald besser, wenn die ganzen Fahrzeuge aufgeteilt sind. Ja. Hoffen wir's. Ja, ich hoffe es mal. Ach du Kacke. Ja, und dann von Häcksler kann ich dann den Hänger reinfüllen. Du häckselst den Hänger rein. Häcksler muss neben Hänger stehen. Ah, ja, okay. Ich habe das noch nie gemacht. Ja. Denkst du ich? So richtig gemacht habe ich es in LS13, haben wir das mal gemacht in einer Folge, wisst ihr noch? Ist das egal, auf welcher Seite der Anhänger steht? Oder muss der links stehen? Das ist egal, wo er steht. Das sind Laderohr, das dreht sich okay. Sehr schön. Aha. Irgendwie kann ich den scheiß Baum da nicht entlasten. Sagen nur, dass das nicht geht, oder was? Birken? Also. Nein, den anderen.
Spielst du jetzt eigentlich mit Controller? Nein, ich wollte das eigentlich, aber mit Controller ist doch noch ein bisschen schwierig. Ja, mach ich auch nicht. No. Mann, die Scheiße. Ich darf nicht mal einen Baum greifen, hier ist er endlich. Oh. Mai. Wie viel Meter war mein scheiß Baumstamm? Vier Meter, nehmen wir mal drei Meter. Da, die ersten Baumstämme fallen. Ja, jetzt lass den einfach los, bist du ein Vollpfosten. Mein Harvester spinnt, lass einfach den Baum los. Wie viele Bäume habt ihr schon gehäckselt? Der war gut. Keinen. Ich versuche gerade noch ein bisschen krampfhaft zu fahren. Hilfe! Haben die das Fahrverhalten noch schlimmer gemacht? Keine Ahnung, aber es ist halt ein bisschen... Ich muss mal sagen, so einfach ist es gar nicht da jetzt. Ach Gott, das wird so niemals klappen. Aber ich riskiere es einfach mal. Aha, okay. Oh, ich versuche mal mein Glück mit Häckseln. Ach du Kacke, das kann was werden. Baubaum, du häckselst schon und dann kommt nichts in den Hänger. Leck mir am Arsch. Was, du häckselst schon? Ja, der erste Baum ist schon fast durch, aber da ist nichts in den Hänger gelaufen. Natürlich wieder der Beste in der Kranstellung, gell? Das ist ja, jetzt kann man auch höher schalten, man kann bis zu 8 Meter jetzt schalten, das war ja früher noch nicht so. Ah, Stütze sind da automatisch ausgefahren. Ja, Alter, wie geht denn das? Ah, 4%! Ich glaube, da haben wir einen, der sich ein bisschen auskennt. Hallo, warum kann ich die... Ja, es ist ja auch sehr toll, wenn man das macht, wenn man vorher noch keine Ahnung davon hat. Keine Ahnung ist das kleinste Problem, irgendwie fliegt er bei mir den Arm nicht. Ja, doch jetzt. Oh. Ich hab jetzt auch immer anscheinend. So, rein hier, komm. Nein, in falsche Richtung. Alter, du verfickter Scheißblöder. Hallo. Baum. Bei mir macht er die Tange nicht auf. Mach doch mal an. Hallo, willst du mich verarschen? Scheiße. Ja. Yeah. Auf und ab, mach die Tange auf und ab. Irgendwie, ich brauch Hilfe. Jetzt hat das gemacht. Ich habe ein Problem. Was denn für ein Problem? Ich liege. Da ist ja wohl genug Trecker, also. Warum ein Problem? Die Bäume rollen schon wieder auf die Straße. Das ist ja bei dir bekannt, Sascha. Ja, aber diesmal sieht's nicht so schlimm aus wie letztes Mal. Sollen wir das jetzt vorteilhaft sehen, oder? Ja, vorteilhaft. Aber oh, haben wir jetzt Gott. Eigentlich noch den anderen Transport-Dings mit Kran? Weißt du mal irgendwo weiter weg, wo du mehr transportieren willst? Dann. Der ist ganz gut. Mach den mal jetzt nicht schlecht, das was Edda gekauft hat, du Sau. Das war ja nur eine Frage. Alter, wen gehört ein Hackschnitzel mit 18%?